Solle, wir sind mal wieder bei Risen und ja, was haben wir heute vor? Ist ja Wochenanfang, dann bin ich ein bisschen draus, aber was mir ein Liebabonnent verraten hat, das macht es mir natürlich ziemlich einfach. Es gibt hier so eine schöne Questkarte und da sieht man, wo man hin muss. Das wäre nice, wenn ich das noch früher gewusst hätte, aber naja, was will man tun? Ich weiß jetzt, also schon mal nicht schlecht. Und darum glaube ich, wir gehen mal zu Cyrus, der hockt hier oben irgendwo. Könnte noch ein ziemliches Unterfangen werden, als Ogerwurzel, dorthin zu gehen, weil wir, glaube ich, noch einiges klären müssen und so easy ist das nicht, wie man gesehen hat. Viel Erfahrung brauche ich denn noch? 3.500, da sind wir wieder Aufstieg. Ich glaube, ein paar von euch haben auch noch immer so ein Mana geschrieben. Von wegen, ja gut, da gibt es einige Stellen, kannst du Mana steigern. Aber ich möchte jetzt mal erstmal noch nicht so das Cap erreichen. Aber ich weiß gar nicht, ob es ein Cap gibt, wie bei, ich sag schon Herr der Ringe. Ich will schon Herr der Ringe sagen. Komm ich denn auf Herr der Ringe? Oh Gott, Alter, ich höre irgendwas, nur bedingt gut sich anhört. Weiß auch gar nicht, ob wir hier durch wollen oder... Ich will eigentlich zu Cyrus. Und der Cyrus, der steht eigentlich da oben. Von dem her weiß ich nicht... Oh, Heilkraut. Das nehmen wir natürlich mit. Von dem her weiß ich nicht, ob wir in den Sumpf wollen. Aber es ist eigentlich der kürzeste Weg. Ja, Mann, wir gehen mal durch. Vielleicht sterben wir jetzt gleich, aber... No risk, no fun. Krallenfalter. Die können wir eigentlich kurz mitnehmen, so stark sind die nicht. Ein Rottwurm. Ich weiß nicht, wie stark Rottwürmer sind. Ich will es aber im Moment auch nicht wirklich wissen, um ehrlich zu sein. Kann jetzt sein, dass ich hier nicht hochkomme. Jawohl, das kann sein. Nice. Das ist geil. Das ist richtig geil. Alter, ist das dumm. Hab ich einen Teleportstein? Auf den Stand 0 kaum Festung. Mehr nicht. Oh Mist. Das ist richtig geil. Nice. Na gut, dann gehen wir oben durch. Und halt ein bisschen zurücklaufen. Das ist es behindert. No. Na gut. Hoch müssen wir. Und dann. Wisst ihr ja, wodurch. Da sind wir schon mal durchgelaufen, zum Girga. Und ja. Wir müssen auch unbedingt Tränke brauen. Tränke brauen lernen. Katze ist ja durch. Ich werde eigentlich so schnell wie möglich auch permanente Tränke brauen lernen. Einfach damit wir dadurch auch das Mana-Cap ein bisschen steigern können. Und wir haben echt schon eigentlich einiges, was so quasi permanent Sachen gibt. Zum Beispiel hier gute Erfahrung. Naja, vielleicht können wir da was Besseres draus machen, aber der Druiden-Sharing, eine maximale Lebensenergie. Dann haben wir hier, was haben wir noch? Immer habe ich was noch gefunden. Wichtelkappe, Geschicklichkeit, Ogerwurzel. Lol. Oh lol, das ist ein schwarzer Wolf. Hi. Hier nicht schon alles geklärt? Ich hätte wetten können, ich habe hier schon alles geklärt. Aber anscheinend nicht. Anscheinend wirklich nicht. Wow, da kommt aber irgendwo aus dem Nirgends raus hier. Und taggt mich so ein scheiß schwarzer Wolf. Like what? Na gut, wir müssen hier durch. Also immer noch, da gibt es auch eine Höhle, nämlich Skeletten. Und noch zwei Ghule. Würde mich eigentlich beides reizen, aber ich glaube, da warten wir noch. Kommt das eine Skelett immer mit? Und auf den Rest des warten wir noch. Alter, wir machen halt schon Tons of Damage schon. Also das ist echt nicht schlecht. Nicht von schlechten Eltern. Man sieht halt also. Der Säbel, den nehmen wir mit. Der gehört mir. Gehört mir! Den brauchst du aber nicht mehr. Wir machen echt langsam schon Tons of Damage. Gut, wir haben den Feuerball auch schon auf Stufe 3. Was natürlich super nice ist, dass die Mana-Kosten nicht hochgehen.
Da haben wir noch zwei Ghule, aber die will ich. Also die will ich jetzt wirklich noch nicht machen, weil wir können uns noch hart wrecken und das will ich nicht unbedingt. Hier war noch irgendwas, oder? Na gut, den Ghoul nehmen wir kurz mit. Weil wir es können. Auch mal das Mana reicht aus. Jetzt haben wir ein Problem. Aber es reicht. Nice. Tschüss. Mach's gut. Können wir hier nämlich mal langsam clearen. Ich mag mich nämlich daran erinnern, ich wollte hier schon clearen, aber dann war der Ghoul da. Und ich hatte keinen Mana mehr und ich musste dann rechts, rechts, links, links. Geschafft. Goldmünzen, Bolzen, großer Heiltrank und ein kleiner Rubin. Not too bad. Gar nicht mal so schlecht. Was haben wir hier drüben? Hier liegt auch noch ein was? Ne. Okay. Also nicht. Hab kein Mana mehr, ne? Das ist nicht so nice. Und dann gehen wir nach links unten hier rechts, wenn ihr euch erinnern mögt. Das war, ich brauche Mana. Ich schleiche mal vorbei, bis ich bei der Hütte bin. Kommt ihr? Das sind zwei schwarze Wölfe. Die kann ich nachher klären, wenn ich wieder Mana habe. Ich will jetzt keine Tränke verbrauchen. Aber die Stachelratten, die nehme ich kurz mit hier. Ups. So war das nicht gedacht, aber. Naja, geht auch. Ich speichere mal. Was war speichern schon wieder? F8, oder? Ja. F8. Das ist der Typ hier, oder? Hi, Wolf. Hey du, was suchst du hier? Wenn du was klauen willst, hetze ich Rufo auf dich. Rufo? Mein Wolf. Das Haus ist nicht verlassen und hier ist nichts zu holen. Wir haben nur kurz schlafen. Was machst du hier draußen mitten in der Wildnis? Erstens bin ich nicht allein und zweitens wohne ich hier. Rupert und ich sind Jäger. In der Stadt kann man nicht jagen. Alter, Rupert kennt Deshalb sind wir mich. hier draußen. Kannst du mir noch was Kannst du beibringen? mir auch was beibringen? Nein, da musst du Rupert fragen. Er ist ein guter Lehrer. Alles, was ich über die Jagd weiß, hat er mir beigebracht. Okay. Aber ich kann dir ein paar nützliche Sachen verkaufen. Ja, wieso nicht? Was hast du denn zu verkaufen? Was hast du zu verkaufen? Felle. Der Ring, rohes Fleisch, Pfeil. Ich brauche Keilerfelle. Wieso hast du einen Hast du Wolf? einen Wolf? Ja. Rupert hat ihn selbst gezähmt. Niemand hat eine bessere Nase als Rufo. Wenn er einmal die Fährte aufgenommen hat, bringt ihn nichts mehr davon ab. Das ist schön. Na, Rupert, altes Haus. Da bist du ja wieder. Jo. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Hier ausweiten wäre natürlich nicht schlecht. Man macht echt viel Geld damit. 5 Lernpunkte. Darf ich da drin schlafen oder mögen die das nicht, wenn ich schlafe bei euch? Such dir gefälligst dein eigenes Ah, Bett. shit. Na, das habe ich mir noch fast Wird gedacht. nicht geklaut, verstanden? Alter, ich will auch nichts klauen. Chillt mal euer Leben. Chillt eure Base. Will einfach nicht unnötig Mana zu verschwenden. Ja, das haben wir sicher nichts dagegen, ne? Wenn ihr mich schon nicht bei euch schlafen lässt, dann nehme ich euch halt aus. Ogerwurzel, nochmal eine Stärke dazu bekommen. Die Frage, schaffe ich da hoch, ohne gerackt zu werden? Habe ich noch einen kleinen Heiltrank? Ja, habe ich auch noch. Meinen Heiltrank nehmen wir mal kurz. Ah, da gibt es so viel EP noch, ne? Ich laufe jetzt einmal mal. Vielleicht schaffen wir es hoch, ohne Heiltränke nehmen zu. Nehmen zu müssen. Im schlimmsten Fall nehme ich halt einen Mana-Trank. Alter. Und rack die. Das ist zum Teil so strange. Zum Teil schlägt man super schnell zu. Und zum Teil schlägt man super langsam zu. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Ich habe auch die CPU-Belastung ein bisschen hochgestellt. Dafür sollte es jetzt ein bisschen weniger ruckeln. Betonung auf sollte. Vielleicht ruckelt es genau gleich fest, das weiß ich noch nicht. Also werden wir sehen. Servus! Oh,
was machst du denn hier? Weil die suchen, Junge. Ich hätte eigentlich gehofft, dass Eldrick endlich auftaucht. Was ist denn los mit dir? Was ist los? Wo ist der Druide? Ich weiß es nicht. Aber hier sieht es aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Oh, du wartest hier, bis er wiederkommt. Spur von Eldrick? Ach, nein, nur zum Teil, die mag er. Aber ich habe die Hütte auch noch nicht durchsucht. Vielleicht finden wir dort etwas. Aber du chillst deine Base mal hier draußen. Ja, finde ich gut. Aber der hat so viele schöne Sachen. So viele schöne Sachen. Ja, dieses Jump brauche ich eigentlich nicht. Blitz auch nicht. Telekinese, nee. Berserker, mittelmagische Heilung, Goldbrocken. Ja, ist alles nicht so. Nicht schlecht, aber alles nicht so mega gut. Emil. Bett. Ja, das ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ohne den richtigen Schlüssel bringe ich das nie auf. Ja, schon mal schlafen. Dann können wir mal oben klären. Mich stört das ein bisschen, dass hier so viel EP rumliegt und wir machen nichts draus. Jung, ich habe hier einen Ärmel gefunden. Habe ich einen abgerissenen Ärmel gefunden. Der gehört bestimmt Eldrick. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Etwas zugestoßen. Nein. Das wissen wir erst, wenn wir ihn gefunden haben. Wir müssen Eldrick suchen. Ja, gleich, aber... Was ist denn das hier? Man wird erleuchtet. Was befindet sich denn hier hinter deinem Haus, Eldrick? Sage mal. Nicht viel, komischerweise. Also eine Truhe. Aber aus solches nicht irgendwie super Loot. Achso, nein. So, was hast du in der Truhe drin? Sage mal. Nein, schade. Links, rechts. Nochmal von vorne. Links, links, rechts, rechts. Also finde ich wirklich ein bisschen schade. Das sind immer die gleichen Scheißkombinationen. Dietrich, Pilz, Fläschchen, Mana-Trank. Auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Weißt du was? Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das nicht Mana-intensiver ist. Das zu verwenden. Ich brauche 3 Schüsse. Und mit dem Feuerball brauche ich einen Schuss. Das ist wirklich die Frage, was ist interessanter zum Verwenden. Im Moment habe ich fast das Gefühl, dass der Feuerball Mana schonender ist. Weil ich ja gleich viel Damage mache für gleich viel Mana. Lol. Die One hätte ich noch nicht. Na gut, wenn ich sie nicht treffe, dann sowieso nicht. Alter! Zauber, Zauber! Komm ran! So. Die Wölfe, die sterben. Ich sterben. Na gut, das haben wir. Aber es war noch einiges. Hoppa, was haben wir denn hier? Grünblatt. Es war noch einiges dort vorne, den ich noch gerne mitnehmen würde. Auch hier. Gnome. Komm, wir klären schnell die Gnome. Ah, shit. Da attackt mich ein Gnome. Oha, das sind einige. Komm mal mit. Ich hab keinen Mana mehr. Schaffe ich den so? Vielleicht. Ja. Ja. Jawohl. Zack. Alter. Nice. Nehmen wir mal kurz alles mit, was hier rumliegt. Noch ein Werkzeugbettel haben wir nämlich die Scheißquest auch abgeschlossen. Ein Feuer, ein Apfel. Und Apfel. Ich würde aber mal wundern nehmen, wie viel die aushalten. Ich glaube irgendwie habe ich ein Gefühl, dass die ziemlich viel aushalten. Rostiges Schwert, Illusion erschaffen und ein Pokal. Na gut, bisschen Loot, nicht schlecht. Goldmünze. Hätten wir das auch. Und ich glaube, dann können wir mal Richtung Cyrus gehen.
Weiß ich, wo der ist? Ich gehe jetzt sehr schnell schlafen und dann sagen wir dem Jungen, yo, wir müssen Cyrus suchen. Wer hätte das gedacht? Bisschen die Frage, wo der ist. Oder dass du keine Healpots verkaufst, Junge. Oder Mana Pots. Beides wären super nice. Na gut. Schnell schlafen. Dann geht's weiter. Jung, wir ziehen los. Komm, Eldrick suchen. Wir müssen Eldrick suchen. Ja, natürlich. Ich werde Alter, was du willst hier warten. Doch noch auftaucht. Das war gut, klar. Ich werde den Druiden suchen. Hast du eine Idee, wo du suchen willst? Nein. Jasmin hat hier in der Nähe ihre Hütte. Vielleicht hat sie den Druiden gesehen. Versuche es. Vielleicht hast du ja Glück. Also du könntest deinen scheiß fetten Arsch auch mitbewegen, ohne Witz. Ich muss die Drecksarbeit für euch scheiß Magier machen, obwohl ihr schon viel länger und viel besser ausgebildet seid. Aber nee, ihr lasst mich hier rumspringen. Du mir scheiß fein, echt. Hauptsache den Neuling rumspringen lassen. Mal kurz den Feuerball nach vorne nehmen. Oder die Bären mitnehmen. Und die Goldmützen. Warum liegen hier überall Goldmünzen? Kann mir das jemand erklären? Grog, Zwiebeln. Na gut, wieso nicht? Die nehmen wir auch noch kurz mit. Wenn wir schon hier dabei sind. Alter. Schau da. Bam! Bam! Alter. Bam! Alter, du dodgst halt, du scheiß... Alter, wie treffe ich den bitte nicht? Dankeschön. Wie hat der nicht gehittet? Teilweise der Hit. So strange. Ich gehe nochmal kurz schlafen. Alter, das ist so strange, echt. Du hättest den scheiß Jungen 40.000 Mal... Nö. Weiß noch nicht, irgendwie... Aber bei mir ruckelt es halt auch ein bisschen. Also die Aufnahme ruckelt wirklich ein bisschen. Das ist unschön. Ja, sie ruckelt wirklich ein bisschen. Aber mir ruckelt es eben auch. Und ich weiß nicht, woran es liegt, dass es ruckelt, weil... Viel mehr Speicher kann ich der Grafikkarte nicht zusprechen, dass es aufnimmt. Die Grafikkarte ist sicher nicht zu schwach. Also, natürlich nicht die beste, aber... Ist jetzt nicht so schwach, dass ich sagen müsste, es liegt an der Grafikkarte. Also an der Graka. Keine Ahnung, woran es liegt. Echt ein bisschen schade, dass es ruckelt. Aber komischerweise andere Spiele, die echt von der Qualität her besser sind, die kann ich fließend aufnehmen. Weiß es nicht. Rupert! Ja, nee. Nicht Rupert. Jasmin. Jung. Hast du den Druiden gesehen? Wen? Eldrick. Ach, den komischen Kauz, der weiter oben seine Hütte hat. Jo, genau der. Nein, den habe ich schon länger nicht gesehen, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Hm. Er will meistens allein sein. Aber ich muss ihn finden. Ich muss Eldrick finden. Ist er nicht bei seiner Hütte? Alter, nee, darum komme ich ja. Ich habe keine Ahnung, wo er hin sein könnte. Aber wenn es so dringend ist, vielleicht kann mein Wolf Rufo dir helfen. Rufo? Komm mit. Wie kann dein Wolf mir helfen? Er hat die beste Spürnase auf der ganzen Insel. Nice. Er kann bestimmt die Fährte des Druiden finden. Schön. Was verlangst du? Was verlangst du für deinen Wolf? Nein, ich verkaufe ihn nicht. Ich würde ihn höchstens ausleihen. Hm. Was verlangst du? Nun, wir haben einen Haufen Felle, kommen aber nicht in die Stadt. Hm. Wenn du sie mir abkaufen würdest, für 200 Gold. Na gut. Ich will deine Felle kaufen. Hier sind sie. Was jetzt mit dem Wolf? Was ist jetzt mit dem Wolf? Na gut, Windschaltfell, also, das ist nice. Das brauche ich eh. Ich werde ihn dir überlassen. Aber wenn er zu Schaden kommt... Ah, der kommt nicht zu Schaden. Das will ich hoffen. Also, wenn du willst, dass Rufo auf dich hört, solltest du dich erstmal mit ihm anfreunden. Gib ihm was zu fressen. Das hilft. Wenn du willst, verkaufe ich dir rohes Fleisch. Passt schon, hab ich. Na, Rufo. Hey. Ruhig, Brauner, ruhig. Ich hab hier was für dich. Ein feiner Junge. Tja, Rufo. Rufo, such. Beste Quest, EU-West. Sieh jetzt schon... Nee, Rufo, bitte nicht.
Nicht zu der scheiß Donner-Dingens. Ich sehe jetzt schon kommen. Also wie mit Dog Meat beim Fallout. Der Junge, der bringt uns nur in Probleme rein. Dass ich das hier schon ein bisschen geklärt habe. Jetzt geht er sicher zur Hütte. Oder? Gehst du zur Hütte? Ja, das war klar. Das heißt, erstmal zur Hütte rennen, das war so klar. Ja, danke. War ja klar, die Druidenhütte. Ja, das war wirklich klar. Such. Das war wirklich klar, Junge. Das sind Stacheldotten. Den Druidenschelling, den nehmen wir mal kurz mit. Haben wir einen Steinkreis? Was ist mit dem Steinkreis? Ja! Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, guter Wolf. Komischer Ort. Hier ist es irgendwie unheimlich. Was sagst du was? Warte mal kurz, Rufo. Haben wir kurz ein bisschen Zeit. Ich speichere mal kurz. Ich nehme mal kurz die Pilze mit. Kann man da drauf springen? Bringt es das? Nee. Na gut, Luf. Such weiter, Rufo. Luf. Los. Luf, Luf, los. Drauf los, Rufo. Drauf los. Ist ich hier nach unten, oder? Ja, das war klar. Warte mal, Rufo. Na gut. Ja. Rufo, wart. Wart. Warte nicht. Na, no, Rufo. Wartet der auf mich oder läuft der einfach? Ich hoffe mal, der wartet auf mich. Na gut, jetzt habe ich mal kurz das alles geplündert. So weit kann er nicht gekommen sein. Er wartet. Guter Wolf. Guter zuckender Wolf hier. Weiß echt nicht, ob ich Tiere ausnehmen lernen soll. Haben wir ein paar Gnome. Ich sterb kurz. Hauptsache, mein Wolf macht irgendwie gar nichts. Zeigen wir nicht wirklich so viel. Na gut. Jawohl. Gut gemacht. Hast du was gefunden, Rufo? Jawohl. Ja, aber ich muss mal kurz. Sorry, Rufo, ich weiß, du willst weiter, aber ich muss mal kurz plündern. Mich mal kurz hochheilen. Was hat's denn hier schönes? Ein Druidenstab. Kann ich den anziehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, der wäre nämlich super nice, der wäre gut. Bisschen stärker. Mal ein bisschen Druidenschelling reinknabbern und dann hätte ich die Stärke zusammen. Die Frage ist halt, lohnt sich das? Ich meine, wie oft gehe ich in den Nahkampf? Komm, weiter. Wirklich die Frage, wie oft gehe ich in den Nahkampf? Was kann man noch so erzählen? Ich weiß es gar nicht. Da gibt es einiges an Gegnern. Gegners! Kommen hier vorne, ja. Wollen wir kommen? Ja, hi. Was ist los? Lol, was war das denn? War aber mal ein Angebälle. Ich komm ja, Rufo. Ich komm ja. Ne? Nur kein Stress hier. Nur keinen Stress. Er läuft uns schon nicht weg, der Druide. Das hat er eh schon gemacht. Und wir hier. Weitere Gnome und ein Häuptling. Danach auch noch kurz clearen hier unten. Ah, das wären super viele EP noch. Dann wäre ich wahrscheinlich Level up, wenn ich das alles clearen würde. Ja, klar, in der Scheißhöhle. Was denn sonst? Los, weiter. Ah, du hast lustiges Lachen, ja. Los, weiter in die Höhle. Ja, ist klar. Das sieht auch überhaupt nicht gefährlich aus. Warum komme ich da überhaupt nicht rein? Okay. Ja, braver Wolf. Such mal weiter. Los, such weiter. Nein?
Was ist los? Willst du nicht weiter? Ist Eldrick da drin? Dann muss ich wohl alleine weiter. Du kannst wieder nach Hause. Tschüss, Wolfi. Ich weiß gar nicht, ob ich da durchkomme. Komm ich auch nicht. Ja. Komm ich irgendwie rein? Vielleicht? Zwei Momente nicht danach aus. Kommen wir irgendwo rein? Hallo? Lasst uns rein. Wenn ich hier mit Maki draufballer? Interessiert die auch nicht wirklich. Vielleicht kann Cyrus mir helfen. Okay, ich muss back. Komme ich leider nicht durch, dann muss ich zuerst back. Dann können wir auch gleich wieder schlafen. Geht's noch back? Lass mich verregnen auf jeden Fall. Ah, das klären wir hier noch kurz. Ein Teil. Das ist so strange. Na gut. Haben wir geklärt. Die Quest haben wir auch. Level up. Nice. Das ist natürlich super schön. Du fahr geh nach Hause. Mana-Pflanze. Wir gehen jetzt auch noch kurz back. Lauf noch kurz back. Und dann gucken wir weiter. Und ja. Mal gucken, was so quasi noch weiter das ansteht. Weiß gar nicht, ob ich jetzt noch Mana lernen will im Moment. Oder nicht. Wir haben schon relativ viel Mana. Glaube ich, so für unseren aktuellen Level. Wir sind Level 13 und haben 116 Mana. Weisheit haben wir 91 Weisheit. Was ich überlegen wäre jetzt halt Mana, also Alchemie zu lernen. Damit wir Tränke herstellen könnten. Ich kill dich auch noch kurz hier. Damit wir permanente Tränke herstellen können. Dass solches echt gut ist, weil mit dem stärkst du dein Mana halt doch nochmal sehr. Und dadurch könnten wir dann halt auch Mana-Tränke herstellen und Eiltränke, die uns auch nochmal helfen würden, halt einfach Sustain zu gewinnen, dass wir nicht alle zwei Sekunden zurückrennen müssen, trinken, schlafen, wieder zurückrennen, wieder trinken, wieder schlafen. Ihr wisst, was ich meine. Aber das und noch viel mehr sehen wir in der nächsten Folge von Rissena. Nächste Folge palavern wir mal mit dem Jungen hier. Ich sage dem Jungen, da ist das ein Kraftfeld, da will ich nicht durch. Kannst du mir vielleicht helfen und dann gucken wir weiter. Hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Eine neue Runde Wissen. Bye, Leute.